Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Indexanalyse nach der Perlentauchen-Methode mit dem Margina Trader und ganz wichtig mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute das Webinar hier zusammen machen darf bzw. anmoderieren. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich fast umso mehr, dass Sie heute live dabei sind und ja, wie immer schauen wir uns direkt mal den Risikohinweis an, denn da ändert sich nichts, dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja, gut, dann von meiner Seite aus war es das auch schon. Sie sind ja auch mehr oder weniger wegen Carsten da. Deswegen übertrage ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die immer wieder nette Ankündigung. Dann lasst uns doch mal hinabtauchen, um eventuell eine Perle zu finden. Dazu muss ich natürlich euch den entsprechenden Bildschirm freistellen. Das ist jetzt hiermit mal der Fall. Bisschen neues Layout. Muss ja auch mal sein. Und legen wir einfach mal los. Ja, und den Risikohinweis, den hat ja der Nelson schon gegeben, deshalb überspringe ich das mal. Der ein oder andere, es sind meistens immer meine Stammkunden, die auch immer wieder mit dabei sind bei dem jedem Webinar. Das freut mich, die kennen ja meinen Werdegang. Auch das ist hier zum Überfliegen mal da. Ich weise mal darauf hin, auf die Community, wer den Agena Trader hat oder wer ihn auch nicht hat und immer noch interessiert ist an tägliche und nicht einmal im Monat, sondern ich rede jetzt da täglich, außer am Wochenende, also wenn die Börse offen ist, Hinweise oder eine Analyse zu bekommen, da wo sich gerade was tut, hinsichtlich Nasdaq zum Beispiel gerade, ne, habe ich in der letzten Woche und vorgestern schon hingewiesen, bevor dieser Abverkauf kam, dass das passieren könnte. Ich mache hier keine Wahrsagerei, sondern eher eine Szenario-Durchspielung. Also ich bewerte halt bestimmte Sachen für mich und versuche mich darauf vorzubereiten. Und daran möchte ich euch teilhaben lassen. Also könnt ihr in dieser Community Traders Yard dort mal hineinschauen. Den Link werde ich euch nachher noch einstellen. Was erwartet euch heute? Natürlich wie immer, die, die das schon kennen, ich muss am Anfang immer nur zwei, drei Sachen sagen, wie die Strategie funktioniert. Keine komplette Erklärung, damit man überhaupt einen Durchblick hat für denjenigen, der noch nicht dabei ist. Der ein oder andere kann sich ja dann noch einen Kaffee oder einen Tee holen. Was läuft und was läuft nicht an den Märkten im Moment? Ist auch wirklich interessant, dort mal einen Blick drauf zu werfen und in welcher interessanten, bivalenten Situation wir gerade sind. Das ist wirklich gerade gut zu sehen. Zum einen auf die Märkte, natürlich Länder, Branchen und Trends mal anzuschauen, wo fließt das Geld hin, welche Branchen funktionieren noch und welche funktionieren gar nicht mehr. Und wo ist das Geld, sage ich mal, auch nicht gut angelegt, wenn es in so einer Branche steht. Eure Aktien unter der Taucherbrille, ihr könnt mir natürlich auch bei Fragen hineinstellen, zum Beispiel welche Aktien ihr habt und dann werfe ich da einfach mal einen Blick draus aus meiner Perlentauchersicht. Und am Ende gucken wir natürlich, ob bei den Branchen oder Trends eine Branche ist und auch welche Aktie da gerade funktioniert. Und mal zu schauen, auch wenn man in der richtigen Aktie unterwegs ist, könnte es trotzdem sein, dass man eine falsche Aktie erwischt in im richtigen Trend oder in der richtigen Branche. Das ist mir auch wichtig. Ja. Sage ich euch ein paar Worte dazu, wie das funktioniert, wie ich vorgehe. Warum wir uns erst einmal die Märkte anschauen und die Indizes. Natürlich müssen wir uns oder ich mir auch ein Bild verschaffen, was gerade vorgeht. Und wie hoch ist denn mein Risiko ungefähr und wo können die Märkte ungefähr hinlaufen? Wo gibt es Zonen, wo ich bereit bin, wieder Long-Positionen aufzubauen und nach Aktien zu screenen, die dann in die Long-Richtung hoffentlich gehen? Das weiß ich ja vorher auch nicht, aber diese Bereiche muss ich festlegen. Und wo sind die Bereiche, wo ich dann schon wieder Gewinne mitnehme, weil ich halt nicht darauf vertrauen kann, dass der Markt durchbricht? Ja, so wie wir die massiven Trends gesehen haben in den einzelnen Aktien, so wird sich das nicht immer fortsetzen. Und deshalb muss ich dort auch eine Bewertung vornehmen. Das heißt, ich gucke mir die Indizes an und entscheide dann, welcher Index
dort ganz vorne steht. Ich schaue mir natürlich auch das Timing an. Ja? Ist der gerade in der Korrektur? Ich kaufe nicht die Ausbrüche. Wer Ausbrüche kauft, der sollte das nur auf kleineren Zeiteinheiten machen, weil er dort relativ schnell wieder realisieren kann, wenn das wieder aufs Einstiegsniveau zurückgeht. Wir werden das auch sehen. Meistens werden Ausbrüche wieder abverkauft und man ist dann, sage ich mal, der Dumme. Depotrisiko kann ich natürlich auch steuern, indem ich sage, hey, wie viel will ich denn dort investieren, je nachdem, wie die Marktsituation aussieht. Wenn ich das habe und sage, hey, das ist jetzt meinetwegen der S&P 500 als Beispiel, dann ist natürlich interessant, welche Branche läuft denn da überhaupt? Und welche Aktien sollte ich mir aus dem S&P 500 eigentlich anschauen? Nehme ich da alles? Oder nehme ich die, die ausverkauft sind? Oder nehme ich die, die schon mal oben stehen? Eine ganz interessante Frage und bei der Analyse gar nicht so anders als wie bei den Indizes. Logischerweise nehme ich dort gerne die Aktien, die die Branche, die oben mitsteht und dort den Ton angibt. Das hat dann wieder was mit Timing zu tun. Habe ich die Branche gefunden, dann suche ich natürlich innerhalb dieser Branche die Aktien, die mich interessieren und versuche dort meine Auswahl auf die Aktien zu fokussieren, die performen. Ja. Und sollte das noch nicht so weit sein, dass es genau der Zeitpunkt ist, wo ich reingehe, dann mache ich dort wieder eine Szenarioanalyse und bereite mich dort vor. Und manchmal muss man wirklich auch warten. Das ist ja auch so, heute ist das Webinar. Das heißt ja nur nicht, dass heute gerade die Kaufzone schlechthin ist. Ne? Und von daher muss ich das berücksichtigen und mir das Ding dann in die Watchliste legen, um dann zu sagen, okay, ich warte drauf und habe dann einen Fokus auf diese Aktie. Kleine Info, Seminar und Angebot, das gebe ich auch noch gerne. Und zwar bin ich am 5. bis 11. Dezember auf Gran Canaria als Gastreferent beim Nils Gajovi. Da freue ich mich besonders drauf. Und da geht es insbesondere, wer sich informieren sollte, auf seiner Seite mal, kann er da gerne unter Lernen, Seminare, Masterclass 2021 nachlesen und sich dortige Infos holen. Ich selbst stehe da unten mit dem Themenkomplex des aktiven Aktientrading, was natürlich besonders für Future-Händler interessant ist. Ja, ihr kennt alle die Probleme mit der Steuerabschreibung von Verlusten über 20.000 Euro. Und dort werde ich den Einblick in meine Strategie geben. Und das verknüpft sich super mit dem Ansatz von Nils Gajovi. Wer da Fragen zu hat, auch zu meinem Tool, was ich euch hier vorstelle, kann natürlich immer mir schreiben oder wer sonstige Fragen hat, unter cb@tradercoach.de. Freue ich mich drauf. Okay, das war's schon. Jetzt müsst ihr mit dem Tee fertig sein, denn jetzt geht die Show los. So, den Agena Trader brauchen wir auch noch. Da kommt er. Los geht's. Wenn ihr Fragen habt, ich sehe schon, da wurden einige Aktien reingeschrieben. Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wunderbar. Habe ich Christine, habe ich registriert. Okay, heute ist ja was Besonderes. Wir schauen mal auf den Finanzkalender im Agena Trader und da sehen wir, für heute gibt es eine Menge rote Kälter, das ist einmal die Rohöllagerbestände und natürlich die FED-Zinsentscheidung. Ja, gespannt, alle sind gespannt, was da kommt. Weiß ich auch nicht, aber wir werden sehen und wie die Märkte reagieren. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich nenne es Marktklima. Indexanalyse kann man es auch nennen. Ist ja auch wurscht. Hauptsache, wir haben ein Bild davon, was passiert. Wenn ich mir das hier sortiere, ich habe hier eine Liste und das liebe ich. Eine Liste ist einfach toll, um Struktur zu schaffen und nicht einfach Signale anzuordnen. Man muss eine, sage ich mal, eine Gliederung vornehmen und das wird halt viel kopiert mittlerweile, auch im Agena Trader Gemeinde. Ich finde es sehr gut, dass ich dieses Ranking hier eingeführt habe und ja, wenn man damit erfolgreich ist, kann man das auch gerne kopieren. Oben steht das Öl. Ja, das ist auch auf Wochenbasis, hat es einen hohen Wert. Tagesbasis sehen wir, dass viele Werte nicht mehr über 1 notieren.
also in meiner Trenddynamik nicht mehr über 1. Das bedeutet, es wird schwächer. Und wenn ich mir das mal anschaue, wer unter 1 alles steht, und zwar noch nahe dran, dann haben wir doch da wesentlich mehr Werte, die schon negativ, sage ich mal, in dem Sinne performen. Das ist schon mal ein Hinweis darum, dass es nicht mehr so einfach nach oben gehen könnte. Ja, also so da etwas Vorsicht walten lassen. Ein weiterer Hinweis ist es, wenn ich Dinge vergleiche, und zwar von Outperformance spreche. Bei der Einleitung in dem Layout stand drin Outperformer Trading. Ich sage, ich versuche, ich kann es nicht immer garantieren, dass es dann noch so ist, aber ich versuche, Aktien zu bekommen, die in ihrer Branche oder in dem Index mit zu den Outperformern gehören. Das ist halt wichtig, wenn ich long gehe. Im Short natürlich auch Outperformance, aber dann in der Short-Seite. Aber generell spreche ich von Aktien, die halt schlechter tendieren als die Benchmark. Also eine Aktie meinetwegen, die schlechter ist als der DAX, wäre dann in dem Fall in meinem System Underperformer. Wenn ich die Short handle, dann natürlich versuche ich damit natürlich einen guten Gewinn einzufahren. Für Short sehe ich im Moment noch keine Anzeichen. Es ist noch nicht so weit, aber wir könnten kurz davor stehen. Deswegen schauen wir mal drauf. Also das Öl erstmal steht noch oben, ist noch im Long-Bereich. Was kann man hierzu sagen? Man sieht hier, ich hatte letztens ein Webinar und habe das hier mal so eingezeichnet. Das ist natürlich zeitlich immer, sage ich mal, nicht zu sehen, aber das war das, was ich erwartet habe beim Öl. Da sieht man einen Anstieg über das Bollinger Band. Das ist noch nicht ganz eingetreten. Das könnte heute oder morgen eintreten. Und dann wäre für mich wieder eine Situation im Öl, die auf Long hindeutet. Ja, nehme ich das mal raus, diese Zeichnung. Das war von letzter Woche vom Webinar. Und man sieht hier, dass wir ein erhöhtes Volumen haben, auch wenn es nicht doll ist. Da gucke ich halt auch immer drauf. Dieser Tag, das ist ja das normale Tagesvolumen, das kriegt ja in jeder Trading-Software, nicht nur im Margina Trader. Dann habe ich hier so eine Range, die wird abgebildet und gerade hier am lokalen Tiefpunkt hat diese Wende stattgefunden und jetzt schließt der Kurs hoffentlich heute darüber. Das wäre ein erstes Indiz und ich glaube, das Bollinger Band könnte berührt worden sein, dass wir einen Long-Markt sehen können. So, jetzt ist das natürlich nicht ein Handel aus der Korrektur, den ich präferieren würde, sondern was erwarte ich jetzt hier? Und was steht noch als Gefahr davor? Seht ihr ja selber. Ihr seht hier oben dieses Hoch. Ja, also, dass der Markt hier einfach so wie Butter da durchgeht, die Messer durchs Butter, glaube ich weniger. Was erwarte ich? Dass der Markt hier ranläuft, hier ein bisschen ins Straucheln kommt und hier wieder zurückkommt. Und am liebsten hätte ich es noch, wenn ihr dieses Hoch hier oben rausnimmt und ein neues Hoch macht und vielleicht sogar drüber schließt und dann zurückkommt. Ja, dann haben wir die ganzen Orders, die da drin sind, sag ich mal, rausgenommen und schauen mal, was da passiert ist. Und wie gesagt, wenn hier eine Korrektur stattfindet, dann wäre dieser Bereich hier unten der Bereich, wo ich dann entsprechend einer starken Kerze nach Aktien suche aus dem Ölbereich. Entweder Explorer oder halt Ausrüstungsverkäufer und so weiter. Ja, das wäre das Szenario, was ich hier erwarte. Ansonsten bleibt da nicht mehr viel zu sagen. Wenn der Markt wieder hier drin schließt, könnte es nochmal sein, dass er hier zurückkommt und hier unten das Gleiche macht, ein Umkehrstab oder eine starke Kerze. Auch dann könnte man nochmal versuchen, einen Long Trade oder zu screenen nach Aktien zu machen. Und dann würde ich auf jeden Fall hier einen Teilverkauf in der Aktie, wenn das genauso aussehen sollte, ist ja naheliegend, dass der Chart genauso aussehen sollte, und hier einen Teilverkauf machen. Ja, und den Rest dann laufen lassen an der Position. Weil man weiß ja nicht, wie der Markt in dem Fall dann reagiert. Und dann hatte man schon einen Teilgewinn sicher. Das zum Öl. Dann haben wir auf Platz 2 den TecDAX. Da haben wir letzte Woche auch gesagt, okay, Achtung, Vorsicht. Was ist da vor sich gegangen? Na gut, das Volumen, das war mal jetzt retrograd zu dem letzten Webinar, war ja hier schon vorhanden. Das ist am 31. August gewesen. Das konnte jeder sehen, war dort erhöht. Ja. Damit ist das eine relevante Zone und ein relevanter Unterstützungsbereich. Wenn der Kurs darunter schließt, dann wird der Markt relativ schwach
dann kommt der Kurs wieder zurück in diesen Bereich. Und wenn ich hier long gehe, dann muss ich hier oben meinen Target setzen. Und dann man sieht, der Kurs geht nicht ganz daran, aber er versucht, diese Marke nochmal zu triggern. Deswegen muss man immer vorsichtig sein. Das ist wirklich ein Widerstand, wenn ihr erhöhtes Volumen seht. Dann geht der Markt wieder runter, und das war in einer Sitzung, und schließt runter, was für extreme Schwäche hin, auf, sag ich mal, hindeutet. Am nächsten Tag haben wir ein Down Gap. Ja, mal gucken, ob er es anzeigt. Na, ist noch prozentual zu wenig, aber ihr seht ja hier diese Lücke zwischen Schlusskurs und Eröffnungskurs zwischen diesen beiden Tageskerzen. So, und das ist ja auch nicht kein Geheimnis, das seht ihr auch, bei einem Mega-Volumen, das ist wahrscheinlich der Verfallstag gewesen, da wird sowieso mehr gehandelt und man spricht in dem Fall von dem Tief und dem Hoch dieser Kerze, haben wir diesen Volumenbereich. So. Der Kurs hat zuerst drüber geschlossen, drunter geschlossen, ist dann darüber durchgegangen und jetzt am 20er fängt das Ding an, sag ich mal, zu stocken. So, was kann ich jetzt tun? Das ist mal die Frage, was tue ich jetzt? Ich habe ja geschrieben vor, ich glaube jetzt hier an dem Tag, das war keine Long-Position für Tagesbasis. Wer das Ding hier auf einer Stunde handelt oder im Minutenchart, der kann das ja gerne mitnehmen, diese Volatilität. Da ist das ja passend für Intraday-Trading und so weiter. Aber auf Tagesbasis muss ich ja mich mit anderen Risiken befassen, nämlich mit dem Übernachtrisiko. Und was kann jetzt hier passieren im TecDAX? Wenn er hier oben drüber schließt, das hat er ja wahrscheinlich heute, weil der Markt ist ja schon zu, dann ist das schon mal ein gutes Indiz. Habe ich jetzt hier eine starke Kerze, die mir ja, sag mal, signalisiert, dass der Markt weitergeht? Eher nein. Ja, ich habe hier einen 20er, der sich dreht. Das ist auch ein Indiz dafür. Und jetzt kommt's, ich habe einen Close unter der unteren Bollinger-Begrenzung. Und wenn ihr das mal retrograd anschaut, dann ist es oft so, wenn der Markt dort mal unterm unteren Bollinger Band Hallo gesagt hat, dass er dann relativ schnell dynamisch weggeht. Das ist jetzt hier genauso der Fall und hier auch so der Fall und hier minimal der Fall. So, und darauf kann man sich vorbereiten. Wie hoch ist dann mein Risiko, wenn ich jetzt hier long gehe, und welche Chancen habe ich? Klar kann der Markt long, sag ich mal, von hier oben weitergehen. So, dann denke ich mal, wird ihr aber nicht einfach so wie Butter da durchgehen. Denn wir haben hier oben ein erhöhtes Volumen und da werden dann nochmal die Dinge neu ausgerichtet. Ihr seht auch hier, bei diesem Volumen war kurz mal drüber ein Close und danach wurde wieder abverkauft. Wer also Ausbrüche handelt, à la Markttechnik, der hat dann dort auf dieser Zeitebene Tag extreme Probleme und müsste dann Zeiteinheiten weiter nach unten gehen. Ja? Also von daher dort unbedingt darauf achten. So, wo könnte der nochmal nach oben gehen? Also ich würde jetzt keine Long-Positionen aufbauen, da ist nichts da. Aber was kann passieren? Also bis hier oben ranlaufen und dann rechne ich eher mit einer Seitwärtsphase in dem Bereich. So, das kann passieren. Was das nächste ist, am morgigen Tag oder nach der FED-Sitzung, was immer da passiert, macht der Markt nochmal den Test hier, ja, in diesem Bereich. Da könnte der Markt auch nochmal long etwas nach oben gehen, hat aber hier schon wieder eine Barriere mit diesem Volumenwiderstand. Also die Chancen für Long-Positionen sind extrem schwierig. Für Short-Positionen würde ich mir im Endeffekt das wünschen, dass der Markt hier nochmal eine dunkle rote Kerze hinlegt, ja, und darunter schließt. So. Wenn das passiert, dann kann man darauf spekulieren, das ist ein aggressiver Trade, auch bei den entsprechenden Aktien dann zu suchen, dass der Markt von da aus dann hier wegbricht. So. Ja, und da dieses Tief, wenn das rausgenommen wird, dann haben wir da schon eine gute, sag ich mal, neue Unterstützung für die Short-Leute. Denn hier liegen einige, sag ich mal, Umkehrstäbe. Da könnten auch nochmal Stop-Kurse, sage ich mal, aktiviert werden, die dann zu einer Dynamik führen. Wo wäre denn dann das Potenzial? Wo könnten wir da landen? Und wenn wir das sehen, hier die Wochenunterstützung, da liegen wir bei 3.600 Punkten im TecDAX. Das könnte in einem Rutsch gehen, das kann aber wahrscheinlich eher langsam gehen. Also ich würde eher eine Korrektur abwarten, sage ich mal, ein Signal, dass der Markt besonders schwach ist, und dann könnte ich mir vorstellen, hier oben auf jeden Fall nach Aktien zu suchen, die
halt schwach sind. Ja? Also nicht die Starken würde ich jetzt nehmen, sondern die, die so schon relativ schwach sind. Ja? Also man sieht kein Ding, wo ich jetzt sagen muss, hey, rein da, das ist jetzt eine Situation, die wir jetzt long spielen müssen. Ja? Das ist, glaube ich, relativ gut nachvollziehbar. Ja? An dem Tag sehen wir ja auch, da ist das Volumen das Tief, ja, dieselben Kerze, das auch am Hoch hier markiert bei diesem Gap, das ist nochmal eine Unterstützungszone. Ja. Also bis dahin könnte der Markt sehen, gehen. Hier sehen wir auch den 50er. Und wenn er das nimmt, ihr wisst ja selber, was passiert dann? Der 20er kreuzt den 50er und dann gucken auch die Amis gerne drauf. Und der deutsche Markt ist halt, sage ich mal, nur ein Handlanger oft von dem amerikanischen. Und von daher könnte genau das passieren. Also Moment keine klare Lage. Aber ich tendiere dazu, dass der Markt eine große Chance hat, weiter zu korrigieren. So, dann sind wir schon bei meiner Benchmark. Das ist ein Welt-ETF. Und da sehen wir im Endeffekt das Gleiche. Noch ist das zwar alles eher long ausgerichtet, aber was haben wir hier auch? Ja, genau das Gleiche. Ja, hier drunter geht's runter bei erhöhten Volumen. Das ist mal die weiße Kerze. Wir haben Close unter dem unteren Bollinger Band. Und ein Mega-Gap, ja. So, also mehrere Widerstände. Wir sehen, heute testet er genau das, schließt drüber, das ist super. Dann kommen wir in den nächsten Bereich, da haben wir hier ein erhöhtes Volumen. So, das ist diese Kerze hier oben. Eng, kann man sich auch anzeigen lassen, orange. Das ist eine weiter sogar. Da sehen wir, dass wir gewisse Marken vor uns haben und die sind nicht ganz so frei, ja. Also auch hier ein eingetrübtes Bild, aber noch etwas positiver als das, was wir im TechDAX gesehen haben. Aber kritisch. Gold. Xetra ist eine Aktie, die aber auch den Goldkurs gut widerspiegelt. Und ja, Gold steht mit diesem Chartbild auf neutral im Endeffekt, weil es keine Outperformer mehr sind. Das sieht man hier an den grünen Lampen, die an sind. Wir haben wenig Outperformer, Woche gar nicht. Da steht auf Tag, auf Woche negativ, ändert im Tag auf 1 und hier auch, was Outperformer auf Tag angeht, auf neutral. Und das sehen wir auch im Chart. Also auch hier vom Gold ist im Moment, muss ich kein Wort verlieren, nichts zu erwarten. Also muss ich mich nicht positionieren. S-DAX. So, da sehen wir schon mal die Spuren. Was ist dort passiert? Das sind ja die Nebenwerte, die Deutschen. Und es ist signifikant, dass die Deutschen etwas höher stehen als die amerikanischen Werte. War gut zu spielen die ganze Zeit, aber jetzt auch hier dieses Gap, ne, zwischen den Eröffnungen und Schlusskurs des Tages, das hohe Volumen, sagt es ja dem Verfallstag geschuldet. Bildet aber auch hier dieses Volumenszenario aus und dann haben wir am nächsten Tag ein leicht erhöhtes Volumen, aber noch höher als hier so der Durchschnitt. Man sieht das ja an diesem Tief so und da ist hoch. Man sieht, der Markt läuft da rein in dieses Gap, Boom schließt drüber, zwar noch positiv, aber die Kerze ist nicht heute diese Erholung wieder über den 50er. So, jetzt könnte ich natürlich sagen, gehe da rein und jetzt spiele ich das und hoffe, dass der Markt völlig da durchzieht. Ist für mich kein Szenario, wo ich das mache. Warum? Weil der nächste Deckel da oben drauf sitzt, und zwar das Gap und das erhöhte Volumen. So, und dann müsste der Markt noch weiter laufen, da hoch, und da kommt schon der 20er, und da ist bestimmt Feierabend. Wenn ich das mache, ich kann immer nur Szenarien machen, wenn ich das mache, dann muss ich auch in den Aktien, die ich mir dann dort aus dem S-DAX raussuche und vielleicht noch aus irgendeiner Branchencheck jage, dort auch mit Verkaufsniveau Levels rechnen. Ja, also man sieht ja, diese Marke wurde hier auch abverkauft und hier war auch in dieser Zone keine große Stärke vorhanden. Also das war nochmal ein schöner Fake und von daher kann ich das machen, ist aber nicht der Play, den ich jetzt auf Long mache. Was ist wahrscheinlicher? Dass der Markt das vielleicht macht und hier eine Schwäche aufbaut und dann hätte ich, wenn hier so eine Kerze kommt, eine negative Kerze oder ein Umkehrstab, natürlich mehr Potenzial hier oben reinzugehen in dieses Gap, was vielleicht nochmal nach unten bestätigt wird. Was kann ich machen? In der entsprechenden Aktie auch hier einen Teilverkauf vorher zu machen und hoffen, dass er durchbricht. Ja, und dann wäre das nächste Ziel hier bei 16.000, hast du nicht gesehen. Ja, so das Play. Das haben wir im Moment noch nicht, aber ist ja schön zu sehen.
Das könnte uns erwarten. Ja, und dann das Potenzial hier über die Wochenhochs, die hier waren, diese Unterstützung, könnte dann auch hier schon Feierabend sein. Deswegen wäre so ein Target hier für einen Teilverkauf nicht schlecht, wenn sich das auch in dieser Aktie so widerspiegelt. Amerikanischer Markt, Nasdaq. Ja, da ist ja nichts Neues. Das ist genau eingetreten, was ich auch in dem Webinar angekündigt habe. Dieses kleine Level hier oben, was durch mehrere Dodgies und Umkehrstäbe bestätigt wird. Wenn das runtergeht, läuft da bis zum 20er, dengelt da ein bisschen rum und geht weiter runter. So, auch hier haben wir das erhöhte Volumen an dem Verfallstag. Und man sieht, diese Range ist schon recht groß, 14.800 auf 15.350. Das ist so eine Tagesrange, das ist schon eine Hausnummer. Aber was sehen wir hier? Und das Szenario habe ich auch in dieser Traders Yard Gruppe gepostet. Ich rechne damit, dass der Markt genau das macht, entweder den direkten Rutsch, ja, wenn das mit der Fed vorbei ist, klingelt dann nochmal hier oben an, dann kommt der 20er runter und wir haben einen kumulativen Punkt, das heißt mehrere Situationen im Chart treffen aufeinander und dann wird er sich eventuell hier nochmal kurz aufhalten und dann weiter nochmal dieses Niveau testen. Sollte das fallen, ihr seht, auch hier war erhöhtes Volumen, deswegen hier die gestrichelten Linien, dann haben wir nochmal bei 14.560 was. So, was würde ich jetzt machen? Würde ich jetzt hier long gehen? Nein, wir sind ja schon schlecht gelaufen. Auch das untere Bollinger Band wurde per Schlusskurs unterschritten. Und wir können mal gucken, wann wir diese Situation nochmal hatten. Wir hatten sie hier per Schlusskurs, ja. Aber hier ist die Situation unten, dass ich hier unten eine Umkehr habe und habe ja die Möglichkeit, hier schon wieder Teil zu verkaufen. Hier sieht das im Moment so aus, als wenn das ein relativ wenig Potenzial hat, ja, bevor ich dann wieder gedeckelt werde. Warten wir mal die Fettsetzung ab. Das Szenario sieht so aus. Sollte der Markt dann hier oben am 20er, wenn er runterkommt, schlecht sein, dann könnte man über einen kurzfristigen Trade oder ein Screening auf der Short-Seite nach Aktien, die auch schlecht performen, also die Underperformer, machen. Euro, US-Dollar lasse ich mal aus. Gold hatten wir schon. Russell 2000. Ja, das ist, wenn das keine Seitwärtsphase ist, dann weiß ich nicht. Wer hier Ausbrüche getradet hat, wird nicht so viel Spaß gehabt haben. Es ist halt immer schön, wenn man sich etwas raussucht. Aber man braucht auch das passende Trading, sagen wir mal, die Trading-Vision, die Trading-Strategie, um das dann umzusetzen. Also, ich kann nicht immer davon ausgehen, wenn es sich in 1, 2, 3 bildet, dass sich da so ein Megatrend bildet, sondern ich muss mit den Volatilitäten und mit den Ranges arbeiten, dass ich jetzt sage, da nehme ich einen Teilgewinn mit. Das ist ganz wichtig, auch für die Performance und für die Equity-Gruppe. Was habe ich hier? Ich habe hier eine Seitwärtsphase im Russell. Das ist auch ein ETF, aber ich sehe auch hier, aha, erhöhtes Volumen. Das ist falsch gezeichnet. Moment. An dem Tief hier, das ist ja lokales Tief. Dann geht der Markt etwas hoch und geht, ja, bedient dieses Gap. So, war unterm 200er, schließt jetzt da drüber, ist am 50er, wir sind unterm 20er, der dreht nach unten. Muss ich jetzt hier drauf? Nein. Was kann passieren? Der Markt steigt noch weiter bis zum 20er und fängt dann an, etwas zu drehen. So. Was würde ich dann versuchen, wenn der Markt wieder zurückkommt, hier dann etwas zu screenen nach Aktien aus dem Russell? Natürlich noch mit einem Branchencheck. Und dann kann man nur versuchen, dass er, wenn der 20er schon dann drunter ist, also unter dem Schlusskurs, das weiß ich auch noch nicht, ist ja noch nicht der Fall, dann könnte eine Möglichkeit bestehen, dass der Markt nochmal bis hier oben ranläuft und dann müsste ich hier bei den Aktien dann, sage ich mal, einen Teilverkauf machen. Viele Wenns, was kann auch passieren? Logischerweise, der Markt wird hier eine negative Kerze ausbilden. Je nachdem, wie die hier oben sitzt, kann ich bis darunter gehen und dieses Potenzial ausschöpfen als Short Trade. Relativ riskant, weil der 200er hier noch verläuft und der Markt dort doch ganz gerne reagiert. Also nicht das, wo ich jetzt unbedingt was machen muss. MDAX, ja, beliebtes Kind bei den deutschen Anlegern. Auch hier sehen wir dieses Mega-Gap, ja, Volumen an dem Tag und das Eröffnungsgap quasi nach unten, dieses Down-Gap läuft da rein.
Was ist zu erwarten? Dass der Markt hier ein bisschen stockt, dass der 20er runterkommt. Wir sind unter beiden Durchschnitten. Auch hier sieht es nicht so toll aus. Und was erwarte ich? Da kann man mal zurückschauen, damit ihr seht, was ich meine. Im Endeffekt das, ne? Closed runter, der Markt geht wieder nach oben und dann gibt es hier eine schwache Kerze in dem Bereich und dann geht der Markt weiter runter. Wie weit der runter geht, weiß ich nicht. Muss man schauen. Aber die Situation kann sich hier auch widerspiegeln, dass der Markt hier etwas hochläuft und dann nochmal diese Region hier testet. Aber es ist ein richtig negativen Short-Szenario kommt, ist noch ein bisschen Zeit, aber es könnte sich ausbilden. Und wie ihr seht und davor gesehen habt, das findet in immer größeren Ausmaß in den Indizes statt. Es ist nicht mehr der Mega-Aufwärtstrend, der einfach so läuft und nicht jedes Down wird einfach so wieder auf diesem Niveau in der bestimmten Range aufgekauft, sondern es findet etwas statt. Das Geld wird von A nach B geschoben. S&P 500 spielt auch nicht mehr in der Superliga mit und hat auch genau dort, sage ich mal, reagiert. Nach diesem Close unter dem Bollinger Band und diesem erhöhten Volumen sackt er genau bis zu dem Punkt ab. Und diese Linie habe ich nicht an dem Tag eingezeichnet, sondern die kann man ja retrograd schon vorher sehen. Und zwar das Volumen vom 19. Juli. Ja, der Markt taucht kurz ein, ist da drin und hält das auch, testet es auch heute nochmal genau. Kann Zufall sein, ich glaube da nicht dran. Und geht dann halt da hoch. Für einen Tages-Intraday-Händler eine super Sache. Muss ich jetzt heute, wenn der Markt geschlossen ist, nach 22 Uhr mich dann hinsetzen und sagen, jetzt screen ich nach Long-Aktien? Ja, kann ich machen, aber das ist nicht mein Potenzial. Hier ist der Deckel drauf, dann kommt der 50er und der 20er. Und was dann passiert, ist, dass der da runterkommt und der 20er, 50er ist ja ein bisschen langsamer. Dann hätten wir hier so ein Cross. Und dann muss ich sagen, okay, bin ich lieber etwas vorsichtiger. Also das kann sich hier schon auslaufen. Und wenn dann hier noch eine schwache Kerze ist, dann würde ich doch dieses Potenzial dann short spielen. Das wäre eine Möglichkeit. Es funktioniert nicht immer. Man sieht, der Markt dreht doch mal. Dann muss man auf eine Korrektur warten. Dann versäumt man das. Aber warum soll es nicht so sein? Schauen wir uns das mal an im Eurostoxx. Ja, da sehe ich keinen großen Unterschied. Da müssen wir nicht viel verlieren. DAX Future, schauen wir uns mal an. Was ist das für ein Markt? Es ist ja mega krass, wie er in den 2 Tagen hier nachgegeben hat, kurz mal gehalten hat an diesen Volumenbereichen, diese Unterstützung, runtergesackt, genau bis zu diesem hier erhöhten Volumen, genau angetippt und jetzt im Korrekturmodus hier gestockt. Ja, das sind alles Volumenmodus, sage ich mal. Zonen, die ihr ja schon vorher seht, also einzeichnen könnt und mal sehen, wie der Markt darauf reagiert. So, würde ich jetzt hier Long spielen? Nein, wir sind kurz vorm 2050er Cross, der genau an diesem Volumen hoch, ja, von hier, von diesem Tag, sage ich mal, innehält und das könnte passieren. Ja, der Markt geht hier hoch, trifft dann darauf und korrigiert. Und schauen wir uns das mal an. Ich tendiere dazu, wenn ich hier den Einstieg kurzfristig hatte, das gibt es natürlich auch, wer das schafft, hier unten abzugreifen, das ist aber eine andere Strategie. Ich rede immer von der Strategie, dass ich aus einer Dynamik in eine Richtung komme und dann aus der Korrektur in die entstandene Dynamik handle. Und hier ist die Dynamik eindeutig negativ, denn die geht hier runter. Ja, dann geht es mit Dynamik hoch, aber ich rechne mit einer Fortsetzung der Dynamik nach unten. Dann schauen wir mal sehen, was die Wahlen am Wochenende machen, was die noch für einen Einfluss haben. Ist natürlich auch etwas nachrichtengesteuert. Darf auch nicht vergessen, dass sämtliche Charts auch nachrichtengesteuert sind. Wir reden von diesem chinesischen Immobilienkonzern, der dort extreme Probleme hatte. Der kann jetzt wohl eine Anleihe zahlen. Das wird gut bewertet, bevor, sage ich mal, alle anderen vielleicht auch damit hineingerissen werden in den Schuh. Dann bleibt auch noch abzuwarten, was passiert. Und das kann natürlich auch jene Analyse, sage ich mal, Szenario beeinflussen. Aber es muss ich machen. Ich muss wissen, will ich jetzt hier long handeln? Wie viele Tage kann ich damit rechnen? Muss das sein? Nein, das Szenario sagt mir ganz klar, ich warte, bis es letztendlich zum Short-Szenario kommt. Ja. Dieses Szenario sieht man, dass man das hier schon mal hatte. So viele Short-Situationen gab es nicht. Wir haben es hier draus. Hier ist keiner getriggert worden. Hier wäre es möglich gewesen, kurzfristig Short zu handeln. So, der Dow 30, dann sind wir schon durch. Dann haben wir noch Silber.
Ups, kann ich da nur sagen. Sieht auch nicht so toll aus. Wir haben hier zwei Short-Signale gehabt. Warum? Ja, das geht relativ dynamisch aus der Berührung vom Bollinger Band und einer schwachen Kerze. Und man sieht, das Ding wird gleich wieder hochgekauft. Also man muss mit Targets arbeiten. In dieser Phase ist ganz wichtig, dass ihr Teilverkäufe macht, denn es ist meistens mit relativ volatilen Umkehren zu rechnen. Und nicht mit ewig fortsetzenden Trends. Das sind nach dieser starken Anstieg, den wir hatten, ist es extrem schwierig, dort zu sagen, man trendet ewig weiter. Ja, wir sind schon am 200er hier, deswegen kann ich nicht sagen, der Ausverkauf geht weiter. Das entscheidet mit auf die FED. Aber ich würde jetzt hier keinen Long-Einstieg machen. Wenn, dann läuft das Ding höchstwahrscheinlich bis hier. Da haben wir hier wieder 20er und 50er, die runterkommen. Hier eine kumulative Zone. Und dann warte ich einfach wieder auf eine schwache rote Kerze, die hier kommt. Und dann kann ich doch das Short spielen. Noch ist es nicht so weit, aber es kann in 2, 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen soweit sein. Das ist das, was ich spiele. Wir haben hier auch einen Wochenwiderstand. Und dann kann man doch auch mal einen Wert Short handeln. Noch ist es nicht so weit, aber wir sind in dieser Gemengelage und es nimmt einfach zu, dass wir gar keine so viele Outperformer haben. Das heißt, grüne Lampen sind hier an auf der Seite. Wir haben auch schon Underperformer. Das sieht man hier im Silber, wesentlich schwächer als die Benchmark. Und von daher kein Szenario, wo ich jetzt sagen muss, ich muss hier unbedingt bei den Silber rein. Was ich immer machen kann, was ich auch tue, ist ein Trade aufzubauen am Tief. Ja, wenn es so einen Ausverkauf gibt, um dann kurzfristig hineinzugehen, aber eine andere Strategie. Man sieht dieses erhöhte Volumen bei diesem Abverkauf hier. Und das gibt schon eine gewisse Zone an, die etwas ja, Unterstützung bietet. Wenn man jetzt hier reinkommt bei so einem Umkehrstab, der so in diesem Bereich ist. Jetzt hat man natürlich dieses nicht mehr. Das ist halt dann schon etwas weniger. Und hier haben wir schon dieses Down Gap. Und dann laufen wir voll in dieses Down Gap rein hier oben. Und dann wäre da schon wieder Feierabend. Ja. Würde ich jetzt nicht weiter short handeln, weil Metalle, wenn der Markt fällt, sind Metalle oft auf der anderen Seite unterwegs. Und vielleicht erleben wir ja noch im Gold den absoluten Mega-Hype. Und noch ist es nicht so weit. Von daher erstmal Finger weg. So, nächste Etage ist ja dann, wenn ich sage US-Markt angeschaut, war ja nicht so doll, aber gucken wir uns mal die Sektoren an. Und wenn ich von Sektoren spreche, dann sind das die althergebrachten Sektoren, aber auch die neuen Trends. Also Cloud zum Beispiel. Auch hier habe ich ein bisschen vorsortiert und ihr seht, was oben steht, ist Cloud. Das ist auch nichts Neues. Das war beim letzten Webinar auch so. Das war genau die Phase, wo die Korrektur hier lief. Da habe ich bei einem anderen Broker ein Webinar gehalten und dort habe ich gesagt, schaut euch mal Cloud an, ja, den Sektor. So, und das ist hier ein starker Sektor, der korrigiert hat. Ist meines Erachtens auch noch interessant, weil er halt noch nicht so viel am Hoch ist, sondern etwas Potenzial hat. So, wir hatten hier auch ein erhöhtes Volumen und zwar in dieser Kerze. Ja, das war dieser Ausverkauf. Und der der Bereich hat gehalten. Und wenn wir hier drüber jetzt rüber gehen, dann könnte es recht schwungvoll nochmal nach oben gehen. Das würde mich veranlassen zu sagen, wenn ich long die Situation anfassen möchte, dann gucke ich mir doch mal an, was der Cloud-Sektor macht. So. Und das habe ich hier abgespeichert, logischerweise. Ich gehe dann auf USA-Sektoren. Ja, das sind keine Sektoren in dem Sinne, dass ich die althergebrachten habe, sondern eher die Trends. Und dann kann ich hier auf Cloud gehen und dann hätte ich die dort drin und zwar hier im Screener. Und das habe ich jetzt hier drin. Das sind Werte, die mit Cloud zu tun haben, auch, sag ich mal, deutsche Werte. Und die Aktie, ich glaube, es ist jetzt Sprout, das war die, die ich vor letzter Woche empfohlen habe oder gesagt habe, da könnte man mal drauf schauen, wenn sie hier drüber geht, da den Stop. Und genau das ist passiert. Was wir jetzt in der Aktie sehen, ist dieses Mega-Volumen vom 17. September, das ist genau hier, der Markt korrigiert und zwar ist das dann ein neuer Hochpunkt, was auch zum Volumenwiderstand führen könnte. Und jetzt sind wir dabei, wenn wir heute reingehen, sind wir ein Ausbruchstrader. Das mache ich nicht, sondern ich
mache, dann folgendes, die Aktie bleibt interessant und wenn ihr Glück habt, seht ihr das und wieder eine Rückkehr und dann wisst ihr ja, warten wir auf eine positive Kerze. Das kann eine Tageskerze sein, sowas wie hier, dann kriege ich auch ein Signal, also ein Ausbruch, Korrektur, dann kriegen wir hier die besonderen Signale, so wie hier Umkehrstab oder ein sogenannter Powerbar und dann gehe ich rein. Und wer einen Ausbruch handeln will, okay, dann würde ich eng die Stops nachsetzen, weil man ja nicht weiß, ob das Ding jetzt, sage ich mal, dann anfängt zu korrigieren. Ich warte lieber auf die Korrektur. Also das finde ich gut. Das wäre eine Branche, die stark performt, die oben mitspielt und wo der Wert gut ist. So, was wir uns jetzt mal anschauen noch, ist, wie sieht denn der gleiche Sektor aus, aber eine andere Aktie? Also wenn man mal aufs falsche Pferd setzt. Ihr wisst alle, IBM, große Firma im Cloud-Geschäft, gehe ich mal drauf, die leuchtet bei mir als Underperformer aus. Und zwar kann ich euch mal anzeigen, wann die als Underperformer aufgetaucht ist. Also selbst bei einer Branche, die oder im Trend, der gut läuft, kann ich ja auch mal, sage ich mal, in die Scheiße greifen. Und deshalb ist das nicht einfach so zu sagen, okay, man kann das aufnehmen. Diese Elemente sind zum Beispiel, diese Aktien sind Bestandteil eines ETFs. Ja, und wenn ihr einen ETF habt, dann macht ihr natürlich auch Performance, aber diese Aktie bremst das dann in dem Sinne aus. So, seit wann zeigt mir dieses Tool dieses als Underperformer an? Dann, wenn die rote Lampe angeht oder das Signal rot ist, dann ist es ein Underperformer. Und das bedeutet für meine Strategie keine Long Trades. Wer underperformt, ist kein Long Trade mehr. So, das heißt, hier müsste man, wenn man das Short anfassen und hätte dann hier die entsprechenden Signale, die Möglichkeiten hier dort Short zu gehen. Ja, das Szenario, wie ihr seht, ist das gleiche, was ich vorher auch erzählt habe in den Indizes. Das hat sich hier jetzt einfach mal bestätigt und fortgesetzt. Ja. Und wenn jetzt hier eine IBM irgendwann Short anfassen sollte, wenn sich die Nasdaq auch dementsprechend verhält, dann würde ich halt eine IBM nicht Short machen, weil sie ja in einer Branche ist wie Cloud, die noch oben steht, die noch performt. Also keinen Short Trade machen bei Aktien, die in Branchen oder in Trends unterwegs sind, die gut, also oben stehen. Ja? Auch eine Deutsche, auch eine Bechtle hat ja damit zu tun. Und ihr seht, da war sie noch Short unterwegs, ja, wo es rot ist, da war man nicht so doll mit denen, aber im Long Trade war mit denen auch möglich. Da hat man die Signale halt aus der Korrektur handle ich gerne, diesen zu präferieren. Wenn ich mir die Branche nochmal anschaue, dann kann ich immer nur darauf hinweisen, es gibt ja viele Branchen, die extrem gehypt wurden. Ihr seht hier links auf der rechten Seite der Spalte, wie viele Underperformer es gibt. Also hier aus diesem Bereich würde ich niemals Aktien jetzt long handeln, nach dieser Strategie Outperformer zu handeln. Aerospace und Defense ist zum Beispiel auch so eine Branche, die ich da gar nicht anfassen würde. Digital Learning, ja, ein absolutes Thema von Corona letztendlich. Schaut euch das mal an. Also da wird mir Angst und Bange. Das Ding wurde emittiert, dieser ETF, bei Corona-Zeit, 12. Oktober, 21. September, relativ spät schon, was jetzt mal so Corona angeht. Und das Ding lief dann extrem bis 5 Dollar oder 5 Euro in dem Fall hoch und steht jetzt bei 2,50 Euro. Das ist Wahnsinn. Also Unternehmen, die damit zu tun haben, die würde ich halt auch nicht long handeln. Was nicht bedeuten kann, dass man die mal günstig abstauben kann. Aber wie gesagt, das ist ein anderer Teil von der Strategie, die ich ja hier nicht vorstelle. Genauso wie Cannabis. Ja, ich weiß gar nicht, wurden wahrscheinlich nicht mehr so viel geraucht. War mal ein extremer Hype, da wollte jeder Cannabis-Aktien haben. Ist auch super, ja, wenn wir uns mal die Signale anschauen. Dann komme ich ja hier aus der Korrektur mega gut rein mit ein, zwei Versuchen manchmal. Da ist ein Screening nach Cannabis-Aktien sinnvoll, um die dann halt long zu handeln. Aber die Zeiten sind vorbei und deshalb fasse ich so eine Aktien oder ETFs dann eher von der Short-Seite an. So, das ist schon mal wichtig. So, jetzt haben wir noch 15 Minuten. Also ich blicke jetzt mal auf die Aktien, die ihr habt. Das versuche ich mal hier zu realisieren.
Die Lufthansa war angesagt. Dann nehme ich mal an, ohne dass ich die Aktie letztendlich angeschaut habe, das wird ein Underperformer sein. Lufthansa.de, da ist er. Und ihr seht, die leuchtet rot. Und rot bedeutet, sie ist Underperformer. Es gibt neutral und Outperformer. Outperformer war sie hier zu der Zeit, dann leuchtet sie grün. Ich gehe mal auf Outperformer. So, da leuchtet sie grün. Da versuche ich halt Long Trades aufzubauen. Wenn sie grün leuchtet, wenn sie rot leuchtet, dann eher Short Trades. Eine relativ einfache Regel. Und hier ist im Moment, sag ich mal, nicht viel zu holen. In den letzten 2 Tagen hat sich da eine Menge getan. Ich weiß nicht, wer hat da einen Flug gebucht. Also ich habe auch, glaube ich, einen Lufthansa-Flug gebucht. Von daher könnte es sein, dass das der Ausschlag war, dass ich da ein Ticket gekauft habe. Schauen wir uns das mal an. Ich nehme mal die Outperformance raus, damit wir die Kerzen sehen. Das ist hier eine schwarze Kerze und das ist eine weiße. Also einmal eine Long-Kerze und einmal eine Short-Kerze. Ich nehme mal dieses Underperformance raus. Da sehen wir heute diesen Abverkauf. Bei erhöhtem Volumen. Das ist halt spannend. Ja, dieses Tief ist schon erhöht. Und wenn ihr mal hier schaut, dann seht ihr zum Durchschnitt, haben wir doch hier auch schon ein erhöhtes Volumen. Das heißt, hier hat sich etwas getan. An diesem Tief da nicht mehr. Bei diesem Longstab war eigentlich gar kein Volumen mehr da. Aber an diesem Tief, diesen lokalen, da war eine Menge los. Und da kam auch eine schöne Powerbar letztendlich hinein. Und so, dann haben wir hier ein erhöhtes Volumen und das schon ansteigt dort. Er hat genau am 20er reagiert, was nicht verwunderlich ist. Also schon mal nicht schlecht. Was jetzt ganz nett ist, aber noch nicht wirklich total super, ist, dass hier das obere Bollinger Band getoucht wurde. Was erwarte ich da? Wenn ich die Aktie nicht habe, dann würde ich erwarten, dass sie noch möglichst morgen oder Anfang der nächsten Woche hier nochmal versucht, den Marsch nochmal über das Bollinger Band zu machen und darüber zu schließen und dann aus der Korrektur dort nicht hier unten, wenn wieder so eine positive Kerze kommt, ja, das ist vom zeitlichen Rahmen nicht darstellbar, ich sage mal hier positive Kerze, dann hier einzukaufen, weil dann habe ich die Möglichkeit, hier muss ich mit Widerstand rechnen, das ist ja klar. Ihr seht hier diesen langen Docht und da diesen Docht und hier ist auch noch das Down Gap. Deswegen wundert es mich nicht, dass die Aktie dort abverkauft wurde. Wir haben hier ein Down Gap und immer in diesem Zonenbereich wird schwer. Das wird auch mit einem erneuten Anstieg wieder schwer. Und wenn ihr jetzt hier die Aktie unbedingt long anfassen wollt, weil Shorts relativ ausgebombt, dann sollte die Möglichkeit auch sein, dass hier jetzt eine positive Kerze kommt. Dann müsstet ihr hier schon einen Teilverkauf machen. Wenn ihr das hier macht, da auf jeden Fall irgendwo in dem Bereich. Legt mich nicht auf einen Cent fest. Das müsst ihr an dem Tag beobachten oder reinlegen in den Markt. Einen Teilverkauf machen, bevor die Abverkaufswelle wieder kommt. Weil das kann passieren. Ne? Wenn sie nicht da halt macht, dann macht sie halt an der oberen Range bei 9,22 halt. Ist halt ein mega Volumen an dem Tag. Ne? Volatilität. Ja. Gucken wir mal, kurz mal gemessen. Ja, das sind 10%, fast 8,5% Range. Da kann man im Endeffekt jetzt kein super ja, Money Management aufbauen. Das ist ein Risiko, wenn ihr jetzt hier Short gehen würdet oder Long gehen würdet, müsstet ihr ja irgendwo im Tageschart am Tief oder am Hoch einen Stop legen. Also von daher wird das schon relativ riskant. Aber das wäre das, was ich erwarten würde und könnte man spielen, aber es ist halt eine Aktie, die ich nicht long gerne spiele, weil, ihr wisst ja, die ist ein Underperformer. Und handeln würde ich die eher, wenn sie hier unten nochmal aufläuft, nochmal Hallo sagt. Das halte ich für wesentlich interessanter, um das mal long zu machen. Wenn sie hier runterkommt und hier eine Reaktion zeigt, die nochmal so aussieht, weil hier ist ja extrem hohes Volumen. Und dann könnte man hier nochmal probieren, da hochzuspielen. Ja, beim Short-Bereich, puh, ist das eine Riesenkerze. Da einfach zu setzen, dass sie jetzt weiter runterrauscht, nein, würde ich nicht machen. Dann läuft sie hoch und macht hier nochmal einen Short-Bereich. Dann kann man nochmal versuchen, einen leichten Rücklauf zu spielen. Also hohe Volatilität, wer drin ist und long ist, ja, sollte es probieren, dass sie halt da hält. Durch das hohe Volumen haben wir viele Unterstützung. Für einen Short würde ich sagen, ist mir zu volatil gerade. Es gab ja die Kapitalerhöhung bei der Lufthansa, deswegen auch. Ja, siehst du, die Info hatte ich gar nicht, danke.
Nelson. Ja, also da wird sich noch viel tun, ne? Wahrscheinlich haben sie sehr viel Geld bekommen, weil es wird ja irgendwann wieder geflogen. Die Frage ist nur, wie viel. Also spannend. Also der Bereich ist auf jeden Fall mega interessant und eine Kapitalerhöhung verwässert natürlich den Gewinn. Und von daher gibt es immer, einmal ist das Unternehmen vielleicht dadurch gerettet, aber andererseits sind es für die Aktionäre Dividende, nein, sage ich mal, und es verwässert halt einfach, weil ja der Gewinn halt dann für mehrere Aktien aufgeteilt werden muss. Das ist halt das Risiko, was ihr dann habt. Das war die Lufthansa. So. Gerne, Christine. Dann, so, wir haben jetzt noch 10 Minuten, wer jetzt noch eine Aktie hier reinstellen will. Kurz mal durch Einer, die. Ja? ich habe vielleicht eine, die vielleicht den einen oder anderen interessiert, was ja heute auch in den Schlagzeilen ist, FedEx. Das habe ich auch gelesen. Die haben ihre Zielphase irgendwie verpatzt. Und, warte mal, FDX, ne? FDX, Ja, FDX, genau. FDX. Genau, die haben ihre Zahlen verfehlt. 8% waren die vorhin im Minus. Das habe ich noch überflogen. Das screent noch. Yeah, da haben wir einen Mega-Gap. Da sieht man schon mal, dass mein Tool, ihr seht ja hier Long, war es, wo es grün ist, sage ich ja mal, wo der Outperformer ist. Dann spiele ich so eine Aktie Long, versuche dann Trade-off zu bauen. Und irgendwann kommt halt so eine Situation, da habe ich noch mal eine letzte Möglichkeit, Long zu gehen. Das funktioniert dann nicht. Also mein System versucht das immer relativ gut abzugreifen. Ihr seht, über den Hochs hätte ich auch gar keinen Long-Trade bekommen. Und dann kriege ich irgendwann schon die ersten Short-Möglichkeiten. Und dann natürlich werde ich keine Aktie mehr Long handeln nach diesem System, die halt dann, sage ich mal, Underperformer ist. Und das ist, wenn die Aktie rot wird. So, der Chart. Das ist der Fall hier. So, für dieses System der kleinen Pfeile hier aus der Korrektur zu handeln, Long, nein. Es gibt eine Möglichkeit, die eintreten kann jetzt. Müssen natürlich berücksichtigen, dass wir hier einen Downgap haben und dann gibt es immer diese Zone, die interessant ist und das erhöhte Volumen. Ja, das habe ich schon erklärt. Einmal das erhöhte Volumen am Schluss, einmal, sage ich mal, am Tief der Vortageskerze von diesem Gap. Das ist dieser Umkehrstab da. Und damit man es sieht, im Endeffekt das Hoch dieser Tageskerze, die halt heute noch gespielt wird, weil der Markt ist ja noch offen. So, da haben wir eine riesen Range. Und was kann passieren? Würde ich jetzt hier irgendwie long gehen? Nein, wir sind ja da unten mit dem Tageskurs im Moment, mit dem Close-Kurs, der ja noch tickt bei 230. Was mache ich denn nach diesem System? Ich warte, bis jetzt der Markt die erste Stärke reinbringt. Also das heißt, wenn er eine Umkehrkerze bringt oder eine Tageskerze, die halt, sag ich mal, sogenannter Powerbar da ist. Und dann versuche ich dort, mich einzukaufen. Womit muss ich denn rechnen? Nehmen wir mal an, es kommt jetzt hier morgen so eine Kerze. So, womit muss ich rechnen? Na, dass der Markt 1, 2 Tage läuft und hier anfängt zu straucheln und wieder runtergeht. Also noch ziemlich riskant. Wenn das Volumen hier unten nochmal zunimmt, wäre das super. Dann habe ich nämlich Folgendes, dann habe ich eventuell später einen Doppeltop. Und das ist meine Taktik, Doppeltief. Ich warte, wenn der Markt selbst noch hier reinläuft, das kann auch passieren, dass er dann hier dreht und dann nochmal zurückkommt. Entweder passiert das hier an diesem Tief des der Gap-Zone, dass er hier nochmal eine starke Kerze macht, oder er geht ganz weiter runter, das weiß ich nicht. Hier und macht das gleiche Szenario nochmal. Und wenn das bei niedrigem Volumen stattfindet, dann ist es ein tolles Indiz, dass hier im Endeffekt mal die Luft raus ist und dann hat man die Möglichkeit, hier hoch zu handeln. Bis daran, da einen Teilgewinn mitzunehmen und dann muss man halt sehen, wie es weitergeht. Aber das wäre das, was ich mache. Also hier wäre sehr aggressiv, das geht manchmal sehr schnell, da mit engen Stop arbeiten und hier ist es etwas legerer. Wobei man nicht die Garantie hat, dass es zu einer Umkehr letztendlich kommt, aber das ist meine Taktik. Also der aus dem zweiten Anlauf ist wesentlich effektiver und leichter zu handeln als der dynamische, volatile im ersten Lauf. Ja? Jetzt weißt du Bescheid, Netzen. Ja, sehr gut. So, AR, was ist denn AR? Kommt da als Aktie vom AR. Das hat mit Silber zu tun, oder? Ja, so ungefähr. Antero. Silber war ja nicht so doll, aber was machen die? Öl, okay, das ist Öl. Da warst du in einem Sektor unterwegs. Wir kommen nochmal so zurück. Öl war
Basic Materials, Oil, Equipment und Services auch da unten nicht mehr so toll. Und da oben haben wir auch nichts mehr mit Öl. Also eher schlecht, aber da eine gute Aktie. Also es gibt es natürlich auch, dass eine Aktie im Sektor unterwegs ist, der allgemein schlecht ist oder schwach, aber als Aktie gut ist. So. Ja, was sehen wir hier? So. Ich gucke mal gleich aufs Volumen. Das sind hier Kerzen, die über dem gleitenden Durchschnitt sind. Hier diese kleine blaue Linie. Das ist im Endeffekt die Kerze. So. Okay. Da ist das hoch. Dann haben wir hier unten, das interessiert nicht. Haben wir da noch was? Nö. So, da ist nochmal an dem Bereich. So, wir sehen, die ist darüber ausgebrochen. Das ist super. Dann kam es zu einer Korrektur und hier zum Umkehrstab. Nichts wirklich Starkes. Ich liebe gerne weiße Kerzen und mag nicht negative Umkehrstäbe. Ihr seht, der Erfolg bei weißen Kerzen ist wesentlich größer als bei so einem schwarzen. Habe ich mal getestet und für mich habe ich die dann rausgenommen. So, hier oben ist das Volumen hoch. Wir hatten eine massive Kerze, die nach oben ging. Am nächsten Tag haben wir schon tiefer eröffnet und haben es dann mal diese Range abgespielt und in der Mitte geschlossen. So. Am nächsten Tag war hier das Volumen erhöht und es wurde abverkauft. Man sieht, heute ist die Stärke da auch wirklich raus. Also es gibt nicht viele Leute, die da jetzt irgendwie drauf springen. Ich sehe es eher, dass die Aktie nochmal zurückkommt, bestimmt bis hier. Und wenn du dann versuchst, long zu gehen, ich warne aber, weil der Sektor ist ja nicht so toll. Also das Öl läuft gut, aber der Sektor oder beziehungsweise diese Branche ist nicht so der Player. Also da gibt es eine Gemengelage. Ne? Also Öl ist teuer und steigt, aber die Branche kommt irgendwie nicht mit. Also das ist halt die Frage. Ich würde halt eher die Branche nehmen, weil wenn das Geld in die Branche geht, dann ist der Ölpreis manchmal vorlaufend und dann kommt die Branche vielleicht später hinterher. Das muss man aber mit in diese Branche zu beobachten, ist halt dann wichtig. Ne? Also da vorsichtig. So, ZTS, was hast du da? ZTS habe ich auch schon mal gehört. ZDF kenne ich, aber ZTS. Schauen wir mal, ob er das kennt. ZTS. Mhm. Ist ja schön, dass hier immer gleich die Branche mit zukommt. Healthcare. Ja, immer wichtig, gucken, Healthcare, okay, welche Branche? Können wir uns einen Überblick verschaffen? Hier Pharma-Bereich, oh, super, ist nicht schlecht. Healthcare-Providers gehört auch noch damit zu. Sind zwar keine Outperformers mehr, wenn wir uns den Chart angucken, ist mehr eine Seitwärtsbewegung. Ne? Ja, da kann ich schon sagen, okay, wenn die Branche auch in der Seitwärtsbewegung tendiert, dann sind ja Ausbrüche auch blöd zu handeln. Da sieht man ja, da wird man eigentlich immer veräppelt, sollte man auch nicht tun. Dann ist das hier so eine Seitwärtsbewegung. Und wann würde ich da reingehen? Natürlich dann, wenn sich hier unten irgendwie wieder so eine positive Kerze bildet, dann hier am 20er einen Teilverkauf machen und dann den Rest versuchen, bis oben zu spielen. Und wenn nicht, dann relativ schnell raus, weil es kann ja dann auch weiter runtergehen. Das jetzt in der Aktie angeschaut. Also die Branche war nicht verkehrt, schon mal dynamisch. Ist auch nicht ganz so seitwärts wie die Branche. Das ist schon mal gut. Ihr seht aber, die Kerzen leuchten rot. Das ist ein Indiz dafür, dass das Spiel auch demnächst short gehen könnte. Die letzten Long-Trade-Möglichkeiten habe ich in der Aktie hier gehabt und da. Dann ging der Kurs noch nach oben. Da wäre man wahrscheinlich Break-Even rausgekommen. Hier mit einem Gewinn, einem kleinen. Ja. Was fällt auf? Extremes Volumen an dieser negativen Kerze hier und danach eine positive Kerze. Ich nehme mal dieses Underperformer-Ding raus, diese rote Kerze, und dann siehst du es besser. Hier das erhöhte Volumen dieser Kerze. Da ist der Punkt, der immer die größte Wertigkeit hat. Das ist dann die Umkehr. Das sieht man ja, weil hier so ein 1, 2, 3 ist von zwei Kerzen. Das ist ein relatives Tief. So, da hat der Markt drüber geschlossen. Das war cool. Ist aber auch keine starke Kerze. Aber wir waren unterm unteren Bollinger Band. Ja. Jetzt schauen wir mal nach links. Da haben wir da ein erhöhtes Volumen am Hoch. Das heißt, wir sind da schon. Und da kommt der 20er. Wenn ich nicht drin bin, flat, nein. Wann würde ich reingehen? Markt kommt zurück. Dann könnte man das nochmal versuchen zu spielen. Aber wichtig ist, dass diese Marge hier, Quatsch, die Marke bei 195 hält. Dann könnt ihr nochmal versuchen zu spielen. Teilverkauf dann hier oben bei 204.
weil der Druck wird stärker. Und wenn der Gesamtmarkt rutscht, der ja auch nicht gerade so toll aussieht, dann kann es sein, dass die Branche auch mitgeht, ne? Also Geld geht dann meistens in defensivere Branchen und da bist du in Healthcare schon mal nicht verkehrt, ne? Genauso wie bei Utilities oder Immobilien, außer wenn jetzt China da mit diesen Evergrande oder wie das Ding heißt, sag ich mal, Probleme hat. Da auf jeden Fall drauf achten. Also long bin ich da kritisch. Hier unten wäre es nochmal eine Möglichkeit, wenn da eine starke Kerze kommt in diesem Niveau. Aber sei dir bewusst, wenn die Zone hier reißt, dann sind wir auch extrem im Short-Bereich. So, Tobias, hallo Tobias. Encarvis, die Aktie liebe ich ja. Also hatte ich auch. Weiß ich zwar nicht, wie das Abkürzel ist, das wusste ich auch mal, aber das habe ich mittlerweile schon wieder vergessen. Da ist er, Cap, genau. So, deutsche Aktie oder französische Aktie, die holländische Aktie, die hier gehandelt wird. Jedenfalls machen die Solarfelder, das weiß ich, und sammeln dafür Geld ein. Guckt ihr euch mal an. Habe ich selber auch gehandelt, aber mehr in dieser Phase. Jetzt weit runtergekommen. Und man sieht hier, es ist eine Seitwärtsbewegung und immer aus der Korrektur kommen hier irgendwelche Kaufsignale, dann wieder Verkaufssignale, die man halt, sagen wir mal, Break-Even-mäßig oder teilweise auch mit Gewinn umsetzen kann. Wenn ich die Aktie nicht habe, fehlt es mir jetzt für eine Long-Position an einer Long-Bestätigung. Die habe ich nicht, ne? Weil, wenn ich das mache, hier auf Outperformer gehe, ich habe zwar hier eine Outperformer, aber letztendlich war die letzte Bollinger-Band-Berührung schon länger oben her. Ja, eher wurde sie hier unten dominiert und hier unten hat sie jemand runtergeschlossen. Seitwärtsbewegung. So, das ist ein anderes Spiel. Was kann ich bei der Aktie machen? Ja, wenn du die im Screener bei mir gesehen hättest, hättest du dieses erhöhte Volumen gesehen. Dann leuchtet das hier orange auf und das wird auch im Screener angezeigt. Und dann kriege ich hier die Möglichkeit, eine starke Kerze long zu handeln. Das ist jetzt natürlich vorbei. Auch dieses erhöhte Volumen hier unten. Da habe ich mal kein hohes Volumen, denn heute nochmal bietet ja gewisse Ranges an. Also das ist hier dieser Unterstützungsbereich. Man sieht auch immer diese Kerzen, die hier abverkauft wurden, haben ein erhöhtes Volumen. Deutet immer darauf hin, dass da wieder sich Käufer auch einfinden, die das dann nehmen in der Phase der Angst. Erwartest du jetzt den Ausbruch, dann musst du damit rechnen, dass hier bei den starken, ja, Dochten da schon wieder der Deckel drauf ist. Also hier würde ich auf jeden Fall vorher einen Teilverkauf machen, wenn du sie hast. Dann dürfte da die Luft dünner werden, wie du an den Kerzen ja hier siehst. Und dann würde der Markt wahrscheinlich nochmal korrigieren. Also jetzt tagesmäßig long reinzugehen, nein. Short ist kein Anlass da. Also von daher weiß ich nicht, wo du stehst. ECV haben wir noch. Ich mache heute mal eine kleine Überlänge. Aber wenn ihr schon welche reinstellt, dann will ich es haben. Was ist das denn? ECV.de. Nee. Nochmal eine NK, das ist ja lustig. Dann die mehrere. Aber ist wahrscheinlich eine andere Sache, die wahrscheinlich ein anderer Stock. Ja, aber Cap ist auch NK. So, genau. Es gibt zwei, komischerweise. So, dann sind wir soweit durch, wie ich sehe. Dann war es das und wann sehen wir uns wieder? Nochmal ein kurzer Hinweis zu den Kontaktdaten. Wenn ihr mich kontakten wollt, dann könnt ihr das natürlich auch über die Homepage machen. Die kurz finde, nicht erschrecken, das sieht ein bisschen anders aus jetzt. Könnt ihr das natürlich gerne über den Kontakt hier machen, mir die Fragen stellen zur Strategie oder zum Coaching-Angebot oder guckt einfach auf meiner Homepage nach. Gar kein Problem. Und wir sehen uns wieder. Da schauen wir nochmal Webinare und Videos. Da habe ich bei mir auch die Aufzeichnung drin. Perlentaucherstrategie. Da könnt ihr euch natürlich anmelden. Hier bei FX Flat. So. Kann also sein. 27. Oktober sehen wir uns wieder bei FX Flat. Und da könnt ihr euch dann anmelden. Und die Aufzeichnung findet ihr natürlich hier auch mit Inhaltsverzeichnis, das kommt dann auch die Tage und dann könnt ihr euch informieren. Vielen Dank für eure Teilnahme und vor allen Dingen für die tollen Vorschläge und die Mitarbeit. Hat wie immer Spaß gemacht.
Mich freut es besonders, seid nächstes Mal auch dabei. Ihr könnt mir auch gerne schon einfach die E-Mail sagen, Mensch, nächstes Mal in 4 Wochen macht er einfach mal die Aktie. Gar kein Thema, mache ich einfach. So, jetzt, das war's. Ja, aber ging schnell vorbei, war sehr interessant. Wie immer, hat Spaß gemacht. Vielen Dank für das Webinar, Carsten. Wünsche dir natürlich noch einen schönen Abend und noch eine erfolgreiche Restwoche. Aber selbstverständlich bedanke ich mich auch bei allen Teilnehmern fürs Live-Dabeisein, fürs aktive Mitmachen. Ich wünsche ebenfalls noch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Position auf und sehr gerne dann bis zum nächsten Mal. Ja, Carsten, dann sagen wir mal Tschüss zusammen, oder? Tschüss. Ciao, ciao.